Bühne frei für die Vorspeisen. So, jetzt geht's los. Jetzt hätten wir einmal die Kokos-Chili-Suppe mit dem Wasabi-Knödel. Oh, vielen Dank. Danke sehr. Den schwimmenden Wasabi-Knödel verkostet Jenny. Dann hätten wir die Edelfische mit dem Rohkostsalat. Saibling, Donauwaller, Lachsforelle und Salat sind für Sepp. Stefan hat einen kleinen Spinatknödel mit buntem Gemüse und Tomatensauce bestellt. Für Walter gibt's Lüngerl, das sind Kalbsinnereien, und dazu einen Semmelknödel. Wir wünschen einen recht guten Appetit. Vielen Dank. Ebenso, recht guten Appetit. Danke. Was meinst du, Helmut, welches Gericht kommt am besten an? Es ist sehr, sehr vielfältig, angefangen von dem typisch bayerischen Lüngerl. Ich habe auch den Walter genauso eingeschätzt. Oder der Stefan mit dem Thai-Curry. Also ist von allem ein bisschen, genauso wie ich die Personen eingeschätzt habe. Wird spannend. Das auf jeden Fall, aber Thai-Curry-Soße gehört zu Stefans Hauptgang. Und so weit sind wir noch nicht, sondern erst bei der Vorspeisenkritik. Wer fängt an? Jenny, du vielleicht? Also ich habe mir hier die Wasabi-Knödeln ausgesucht mit der Kokos-Chili-Suppe dazu. Es schmeckt richtig, also frisch selbst gemacht. Zitronengras schmecke ich sehr durch. Die Wasabi-Knödeln hätte ich mir ein bisschen anders davor gestellt. Aber trotzdem eine schöne Vorspeise eigentlich. Ganz eine andere Sache von einem Knödel. Ja, lecker. Leckere Sache. Ein guter Knödel darf nicht zu fest und nicht zu locker sein. Wenn er eine lockere Konsistenz hat, ist er mir deutlich lieber. Leider ist Walters Knödel eher al dente. Gibt das Punktabzug? Sag mal was zu deiner Vorspeise, Walter. Ich habe mich für ein Lüngerl entschieden mit Semmelknödel. Das ist ein klassisches Gericht in Bayern. Wird aus Lunge gemacht. Und ich muss vorweg schicken, es schmeckt generell besser, als es aussieht. Die Knödel können ein bisschen lockerer sein. Ihr habt gute Zutaten ausgesucht. Also es ist, Lüngerl hat eigentlich früher den Ruf gehabt, dass man nicht so eine gute Auswahl an Zutaten verwendet hat. Das ist in dem Fall nicht so. Er hat wirklich Lunge verwendet und das passt. Alle haben Knödel auf dem Teller, außer Sepp. Macht er vielleicht Diät? Also ich habe hier den Gemüse-Rohkostsalat mit gebratenen Edelfischen. Muss ich sagen, sehr lecker. Fisch sehr gut gebraten. Weil mir die Forelle ein bisschen glasig, vom Geschmack her nicht überwürzt. Der Garpunkt ist genau erreicht, Fisch schön glasig, man sieht auch noch schön den Glanz, muss ich sagen. Also ein sehr gutes Gericht. Jetzt in der Karte steht Edelfische. Und der Edelfische, wenn jetzt Bezeichnung Flussfische, würde vielleicht besser passen. Weil Edelfische ist für mich ein Seeteufel, ein Wolfsbarsch oder in der Richtung. Aber wie gesagt, wir sind hier in der Tradition steht es super, also muss ich sagen, so vom Großen und Ganzen sehr lecker. Helmut, Lob, wo steckst du? Soll ich jetzt 400 Quadratmeter absuchen? Ach nee, da ist er ja. Ich hoffe, ihr seid zufrieden. Ist alles in Ordnung? Also zufrieden auf alle Fälle, das kann man gleich mal vorweg schicken. Ich habe zwei, drei Kleinigkeiten, die ich jetzt für mich bemerkt habe, ist, dass ich es fast ein bisschen schade finde, dass der Spinat nicht durch darf, durch die Tomatensauce. Also, ich habe mir vielleicht gedacht, also ein bisschen weniger Tomatensauce hätte mir jetzt ich vielleicht gewünscht, damit ich den Knödel einmal solo probieren kann. Und das Einzige, wo ich sagen muss, das würde ich gar nicht so machen, das ist der Frühlingslauch. Der schaut zwar in der Stange immer super gut aus, aber ich würde ihn immer eher klein schneiden und drunter mischen, weil das halt einfach wirklich das zerfasert, man kann es kaum schneiden. Und das finde ich fast immer ein bisschen unglücklich, weil man es kaum essen kann. Die Kritik mit der Lauchzwiebel, die ist berechtigt. Die ist einfach ein bisschen zäh, ein bisschen hart. Das ist so eine Modeerscheinung, dass man die so scharf anbrät und dann nur so kurz. Aber es stimmt, also die können wir weglassen. Also Helmut, das Gericht von den Edelfischen, oder wie du es auf der Karte geschrieben hast, sehr lecker. Der Fisch wirklich sehr schön am Punkt gebraten, glasig auf der Haut. Aber du hast draufgeschrieben von Edelfischen.
Es würde die Bezeichnung vielleicht Flussfische besser passen, weil ein Edelfisch ja mehr ein Seeteufel ist oder ein Wolfsbarsch in der Richtung. Und du hast so super frische, geangelte Fische. Da würde ich dann das als Flussfisch, ich glaube, das würde es dir auch selber besser einen Gefallen damit tun. Ja, es ist völlig richtig, dass es waren Flussfische, ja. Aber man kann die durchaus auch als Edelfische bezeichnen. Aber hilfreicher wäre die Bezeichnung Flussfische, ist richtig. Na, sonst muss ich sagen, hohes Niveau, super schön angerichtet, optisch, wirklich hat eingeladen zum, ja, nach mehr. Soll ich noch was bringen? Dann machen wir jetzt einen Hauptgang. Gerne, danke schön. Die Kollegen testen bei laufendem Betrieb, sollen den Betrieb aber nicht vom Laufen abhalten. Jenny und Sepp scheinen jedoch genau das vorzuhaben. Servus. Hey, hallo. Servus. Hallo. Servus. 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 Und ihr wollt jetzt schauen, wie ihr richtig macht, oder? Mal schauen, was du da machst. Okay. Gut war natürlich, dass der Helmut auf der Jagd war. Mhm. Okay. Hat uns einen Rehrücken gebracht. Man macht zuerst praktisch die Filets unten raus. Okay. Ja. Man macht deshalb zuerst raus, dass wenn man von oben her filetiert, dass man dann die Filets nicht nochmal zerschneidet. Ne? Und dann kann man es ganz normal ablösen. Ne? Also ich muss praktisch aufpassen, dass ich hier entlang schön um die Knochen rundum schneide und dann kann ich es nachher schön an den Rücken, an den Rippenknochen ablösen. Ne? Soll nachher auch so ausschauen. Ne? Und das ist jetzt vom Chef frisch geschossen, hast du ja gesagt, gell? Genau. Und wo schießt er das bei uns genau? Der Chef hat in der Nähe, also gleich über der Grenze von Böhmen, hat er eine Jagd. Okay. Und dann, wie bringt er das dann zu euch? Also nimmt er das selber aus oder bringt er das vor? Ausnehmen tut das normalerweise sowieso auf der Jagd. Ne? Aha. Und ich krieg's meistens auch ausgezogen. Ne? Okay, alles klar. Es wäre aber für mich auch kein Problem. Ausgezogen heißt? Ausgezogen, also einfach aus der Decke raus. Aus der Decke, wie muss ich mir das jetzt vorstellen, aus der Decke? Aus der Decke ist einfach, da ist kein Fell mehr dran. Aus der Fell mehr dran, ist, okay. Aber dann können sie es selber zerlegen. Ne? Ist ja klar. Das ist kein Problem. So, und dann einfach eine Portion. Unterschneiden. Alfons, muss ich sagen, ein Profi. Das hat er fachmännisch filetiert und zerlegt, also 1A. Alfons würde sich jetzt gern konzentrieren, aber die beiden Küchenspione stören munter weiter. Warum würzt du das jetzt vorher? Also ich habe noch keine gute Erfahrung gemacht mit dem, dass man es nachher würzt. Okay. Also, es ist reine Erfahrungssache. Das heißt, der Salz würde dem Fleisch die Feuchtigkeit entziehen. Wenn ich das jetzt gleich in die Pfanne mache, ne, dann bleibt der Saft ja trotzdem da drin. Ne? Es ist anderes, wenn ich vor Mittagsservice das einwürzen würde, dann ist klar, dann läuft der Saft raus. Das macht ja im Prinzip niemand. Ne? Du arbeitest auf Induktion, wie ich das sehe. Am liebsten. Am liebsten. Ja. Also Induktionsköche müssen flott sein, sonst verbrennt es. Ja, wenn so viele Essen laufen, dann muss es schnell sein, weil sonst hängt alles am Herd. Ne? Und so groß ist es ja nicht. Ne? Das sind jetzt im Prinzip zwei Platten und so eine Grillplatte. Und wenn es hier voll ist, dann muss da schon was gehen. Ne? Ja, klar. Was heißt das? Wie viel Essen haut ihr dann ungefähr raus am Abend? Wenn jetzt ein guter Abend ist, wenn es jetzt richtig voll ist? Wir hatten schon Sonntage, da schickt man mittags 250 und abends 250. Aber in der Regel würde ich sagen, mittags vielleicht 80 bis 100 und abends nochmal 100 oder 150. Ne? Okay. So, machen die neugierigen Plagegeister jetzt die Fliege? Nix da. Der Rehrücken flüchtet genervt in den Ofen. 20 Minuten Ruhe bei kuscheligen 80 Grad. Alfons ist neidisch, denn er muss weiter den Erklärbär spielen. Dann machen wir jetzt diese Reisknödel, haben wir heute Morgen vorbereitet. Das sind Reis-Chili-Knödel. Also wir haben einen Duftreis verwendet, weil der klebriger ist. Ja. Ne? Haben wir anscheinend ein bisschen Chili reingemacht, ein bisschen Honig und so Sweet Chicken Chili Soße. Ne? Okay. Den Geschmack, ein bisschen Salz, Pfeffer, das ist eigentlich im Prinzip alles. Haben die Knödel geformt und die mache ich jetzt im Dampf wieder heiß. Ne? Also nicht dort drin, weil das haut meistens nicht so richtig hin. Ne? Alfons lässt sich von der vielen Fragerei nicht ablenken. Zumindest noch nicht. Bevor ihn die zwei doch noch aus dem Konzept bringen, drehen wir den Fragespieß mal um. Ihr zwei, wie macht ihr denn Reisknödel? Wir machen es mit Wasserdampf oder mit kochendem Wasser, macht die Hausfrau zu Hause, dass sie die Knödel macht. Also ist absolut in Ordnung, finde ich, dass sie die Knödel dämpft. Dann müssen wir noch Gemüse machen. Nehmen wir auch ein bisschen von dem Pflanzenfett. Dann haben wir hier Fenchel ganz fein geschnitten. Und schwitzen das kurz an. Ja, ein bisschen Salz. Mini Pfeffer. Ein
Jetzt zum Kochen machen wir ein bisschen Orangensaft mit rein, damit er weich wird. Ne? Und nachher ist kein Problem, vielleicht zum Schluss nur Flocke Butter mit einschwenken und die Orangenfilets zum Schluss mit rein und dann einfach anbrechen. Das Gericht ist fertig, aber Jenny und Sepp gehen immer noch nicht. Alfons muss nachhelfen. Also ich denke, ich habe euch jetzt fast alles verraten. Ne? Beim Anrichten braucht ihr wahrscheinlich mich nicht mehr, ne? Oder ich brauche euch nicht mehr. Ne? Okay. Ich wünsche euch einen guten Appetit. Ich hoffe, dass er alle gut ausgesucht hat. Ne? Den werden wir sicher haben. Dankeschön. Alles klar. Danke, Alfons. Tschüss. Ey, mach noch schnell ein Handyfoto von den beiden, Alfons. Das kannst du dann an die Küchentür hängen und draufschreiben. Wir müssen leider draußen bleiben. So, jetzt geht's los. Einmal der Zwiebelrostbraten, medium gebraten. Bitte, unsere Teller sind extrem heiß. Nicht anfassen. Jennys Hauptspeise, Wiener Zwiebelrostbraten. Der edle Saibling. Hervorragend. Recht guten Appetit. Dankeschön. Den gebratenen Saibling probiert Sepp. Stefan freut sich auf Rehrücken mit Reisknödeln und Thai-Curry-Soße. Das Walla- oder auch Wels-Tatar-Steak mit Pfifferlingen ist für Walter. So, dann haut mal rein. Sepp wollte eigentlich Forelle bestellen, aber Gastgeber Helmut angelt sich seine Speisekarte selbst zusammen und eine Forelle hat heute leider nicht angebissen. Bist du mit deinem Ersatzfisch zufrieden, Sepp, oder hätte Helmut den lieber in der Donau lassen sollen? Also ich habe hier als Alternative den Saibling empfohlen bekommen. Sehr lecker. Dazu mit der Honig-Mandelsoße. Für meinen Touch jetzt ein bisschen zu süß, also ein bisschen zu honiglastig. Sonst ein sehr stimmiges Gericht, sehr, sehr viel. Und ja, kann man genießen. Kann man genießen, ist jetzt nicht gerade das Kompliment des Jahrhunderts. Mal hören, ob die Dame der Runde mehr Begeisterung zeigt. Deine Meinung zur Hauptspeise bitte, Jenny? Ich habe hier einen Zwiebelrostbraten, ein klassisches Gericht eigentlich. Mein Fleisch ist super medium, wirklich auf den Punkt. Es schmeckt toll, man schmeckt die Senfkruste leicht durch. Also es gibt ja einen Zwiebelrostbraten, es gibt einen Wiener Zwiebelrostbraten. Beim Helmut gab es halt einen Wiener Zwiebelrostbraten. Da ist eigentlich der einzige Unterschied, dass der Wiener Zwiebelrostbraten in der Senfkruste noch gebraten wird oder im Senfmantelchen gebraten wird. Und der bayerische wird halt einfach das Fleisch so gebraten. Sieht man hier auch ganz schön, wie der Senf noch ein bisschen hier oben ist. Wenn ich jetzt irgendwo Haar in der Suppe finden müsste, dann wäre es vielleicht, dass mir ein bisschen zu viel Kümmel auf den Bratkartoffeln oben ist. Aber ansonsten absolut top Gericht, also bin zufrieden damit. Und was sagst du zum Preis? Passt der auch oder verlangt Helmut zu viel? 16,80 für die Portion, absolut richtig gut. Also das Preis-Leistungs-Verhältnis mehr als gegeben. Ich hätte da locker mehr bezahlt dafür. Also. Überhaupt kein Thema. Der Waller scheint Walter nicht in Wallung zu bringen oder täuscht das. Walter, du bist dran. Ich fange mit dem Hauptteil an, also das Waller Steak. Waller ist ein heimischer Fisch in unserer Region. Relativ großer. Toll gebraten, innen saftig. Man schmeckt Kräuter, man schmeckt Zwiebeln leicht. Gemüse auch gut abgeschmeckt. Wobei mir die Dominanz von den Pfifferlingen, das ist mir ein bisschen zu viel. Mir fehlt ein bisschen die Raffinesse. Vielleicht magst du mal probieren, obst. Probieren immer gerne. Ja. Immer gerne. Darf ich mit meinem Besteck? Gerne, gerne. Also mich interessiert auf alle Fälle die Kombination mit den Pfifferlingen, wie du gerade gesagt hast. Mein Gott, Walter. Was für ein diplomatischer Fauxpas. Nicht nur Stefan ist Koch, Sepp auch. Ben, musst du beide kosten lassen. Naja, zu spät. Ich kann das schon unterstreichen. Ich habe die Kartoffel dazu probiert, den Pfifferling. Also da ging irgendwas ab. Also es fehlt ein bisschen was das Ganze transportiert. Was das Ganze transportiert? Erklär mal bitte, was du damit meinst. Gerade in Verbindung mit den Kartoffeln, mit dem Ganze vielleicht so ein kleiner, ein bisschen Saftel oder ein bisschen Schaum. Das kann ja. Irgendein raffinierter Schaum sein. Oder also was. Soße wird vielleicht zu viel. Oder so ein kräftiger Dip, wo man oder nur eine Nuance noch dazu oder gibt. Oder ein kalter Dip oder was, ja. Genau. Ein transportierender Dip. So. Und was fällt dir zu deinem Gericht ein? Ich habe mir ja den Rehrücken bestellt. Der ist mit
Duftreis-Chili-Knödeln mit einem Fenchel-Orangengemüse gewesen. Ich finde die Portion Fleisch sehr groß, sehr üppig. Hab das Fleisch rosa gebraten bestellt. Es war noch rosa, aber es ist so ein feines Fleisch. Das kann wirklich durch und durch rosa sein. Also ich finde einfach, dann sollte es, weil es wirklich das beste Stück vom Reh ist, dann soll es wirklich von innen nach außen komplett rosa sein. Das Fleisch ist aber eine sensationelle Qualität, das muss man ganz ehrlich sagen, weil das merkt man einfach, weil es ein Ticken zu weit für mich gebraten war, war es trotzdem noch saftig. Das Gemüse ist super knackig, schmeckt gut, auch mit den Orangen. Das ist nicht zu viel, nicht zu wenig, das ist gut abgeschmeckt, das Fenchelgemüse. Und der Knödel ist leider gar nicht meins, muss ich ganz ehrlich sagen, weil der Reis für mich, wenn ich es ganz schlimm sage, verkochter Basmati-Reis, damit kann ich jetzt persönlich nichts anfangen. Also die Kombination von hier heimisch geschossenem Wild mit asiatischem Einschlag ist natürlich einerseits gewagt, andererseits, wie gut kennen wir die asiatische Küche, also auch da gibt es mit Sicherheit Wild oder irgendwas, was in die Richtung geht. Und das wird sicher auch dort interpretiert und dann dort auch nicht bayerisch, sondern eben asiatisch. Warum die Hütchen? Na, als Schutz. Helmut bewirft Hauptgang Nörkler mit Knödeln. So, wo sind die Meckerer? Wer will einen Knödel am Kopf? Okay, ich glaube, ich krieg den ersten. Mir waren die Pfifflinge ein bisschen zu dominant. Und was dem Ganzen noch mehr Raffinesse gegeben hätte, war vielleicht mehrere Schaum oder was. Richtig, was noch mit. Wo man dem noch den letzten Schliff geben hätte. Der Meerrettichschaum finde ich eine tolle Idee. Werden wir aufgreifen, passt mit Sicherheit gut dazu. Helmut, glaube ich, hat die Kritik gut gemeistert. Hat ja, fast die Hälfte der Kritikpunkte hat er als Verbesserungsvorschläge wahrgenommen. Also er hat es angenommen und gesagt, aber wir wollen das umsetzen. Super. Ich steck meinen Knödel jetzt vorerst weg. Der nächste, bitte. Das bin leider schon wieder ich. und das ist keine böse Absicht, nein. Was gar nicht meins ist, und das muss ich auch direkt so sagen, sind die Knödel. Weil das einfach ein Basmati-Reis ist, der brutal sagt, einfach nur verkocht ist. Beim verkochten Reis, das ist ein bisschen Ansichtssache, weil ich bin mit einer asiatischen Frau verheiratet. Asiatische Frau. Jetzt wissen wir, wo das herkommt. Der Wind weht. Ne? Die essen den grundsätzlich fast völlig ungewürzt. Und da soll er verkocht sein, auf keinen Fall Biss oder sowas haben. Okay. Und er soll den Geschmack der Soße aufnehmen. Ist nicht jedermanns Geschmack, aber ist so meine Argumentation. Jenny und Sepp meckern lieber nicht. Jetzt gehen wir noch mal richtig Gas und schauen, dass jetzt alles passt. Wo ist denn Chefkoch Alfons? Ah, da hinten. Ist das hier die Zweitküche? Ja, hier sind wir jetzt in der Vorbereitungsküche, wo auch der Dessertposten ist. Und wie gesagt, jetzt bereiten wir uns das Duett von Schokolade zu. Einmal ein Mousse und einmal ein Parfait. Mousse und Parfait sind hausgemacht. Wir brauchen dazu einen heißen Löffel. Wir haben es also gemacht mit ein bisschen Kuvertüre. 400 Gramm kann ich euch sagen und ein bisschen mit Sahne aufgelöst, mit Eigelb verrührt. Dann wieder auf eiskalt gerührt und geschlagene Sahne untergehoben. Ist also keine Gelatine und sonst was drin. Ne? Die Schoko-Kalorienbombe ist für Jenny und Sepp. Dazu gibt's Mango-Stückchen, Kokoschips und da steht doch noch was. Was ist das? Dann haben wir eine Lavendelküchlein, haben wir schon gebacken. Die machen wir nur noch kurz warm. Ne? Lavendel? Aber die sind ja gar nicht lila. Ist da wirklich was von der Pflanze drin? Wirklich die Pflanze, also die Blätter natürlich, die Stiele weg, ein Teil von den Blüten sind noch mit dabei. Es gibt wirklich ein tolles Aroma. Werden überrascht sein, garantiert. Hoffentlich positiv soll ja der krönende Abschluss werden und nicht das dicke Ende. Die süße Sache. Das Duett von der Schokolade mit einem Marzipan-Lavendelküchlein. Sowie Mangostückchen und Kokoschips ist für Jenny und Sepp. Walter und Stefan freuen sich auf einen Zwetschgenknödel mit hausgemachtem Mohneis. Lass uns ihn schmecken. Guten Appetit. Na, ist der letzte Gang der krönende Abschluss? Für Walter offensichtlich schon. Und Sepp brauchen wir wohl auch nicht zu fragen, wie es ihm schmeckt.
Schwebst du ebenfalls im siebten Schlemmerhimmel, Stefan? Ich habe mir als Dessert die Zwetschgenknödel bestellt mit einem hausgemachten Mohneis, wie es auf der Karte steht. Ich komme gleich auch mal zu dem Mohneis. Das schmeckt wirklich ausgezeichnet und ist definitiv selber gemacht. Der Zwetschgenknödel, der ist super fluffig, der lässt sich leicht auseinanderteilen, schmeckt super gut, ist schön saftig, ein bisschen so Rösel-Schmelze drauf, leicht gesüßte. Also das ist echt sensationell, muss ich ganz ehrlich sagen. Da habe ich keinen einzigen Kritikpunkt. Die Männer sind restlos begeistert. Und die Dame? Ich habe als Dessert das Duett von der Schokolade und ein Lavendelküchlein. Super, super lecker. Was ich extrem toll finde, ist die Schokolade mit den Blüten drauf. Und ich glaube, dass vielleicht sogar ein bisschen Lavendel drauf ist. Schmeckt toll. Das Einzige, was ich vielleicht gar nicht dazu braucht hätte, wäre das Lavendelküchlein gewesen. Erstens einmal schmecke ich den Lavendel gar nicht so raus. Hätte ich nicht nachgelesen, dass es Lavendel und Marzipan ist, hätte ich nicht mal gewusst, was es ist. Hätte sie nicht geschmeckt. Nein, es war wie einfach nur ein trockener Biskuitteig. Genau. Helmut hat Jennys Genörgel wohl noch nicht gehört, denn er ist noch gut gelaunt. Nun zum Höhepunkt des Abends, die Rechnung. Ich hoffe, ihr wart zufrieden. Sehr. Es war schön mit euch. Und ich bitte euch, nicht zu hart mit mir ins Gericht zu gehen. Wir gehen gar nicht ins Gericht. Bis später. Bis später. Ich finde, es ist relativ gut gelaufen. Ein paar kleine Patzer waren dabei. Und ich muss die Burschen loben. Die kennen sich aus. Die wissen, von was sie reden. Es sind gute Fachleute, meine Mitbewerber. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Jenny ist gespannt auf die Rechnung. Was kostet der Abend im Gasthaus zur Knödelwerferin? Jeder hatte drei Gänge. Dazu gab es einen Aperitif, Bier, Wein und Wasser. Wir haben 232,10 €. Ich finde es eigentlich schon fast ein bisschen zu günstig. Ich denke, da könnte er vielleicht sogar ein bisschen mehr verlangen, zumindest für meinen Geschmack. Kann er, er hat die Qualität dazu. Er kann es sich erlauben. Er kann es sich definitiv erlauben. Wir haben keine Billigprodukte. Ich wäre absolut dafür und ich denke auch viele andere Leute hier in der Gegend, dass die das mitmachen. Weil man isst schön, einem geht's gut danach. Und man ist wohl gestimmt. Genau. Preis-Leistungs-Verhältnis top, Desserts tipptopp, der Gastgeber kompetent und kritikfähig. Wie viele Punkte ist dir das wert, Jenny? Ganz lieb gemeinte 8 Punkte. Walter? Eine sehr gute 8. Sepp? 8 Punkte. Stefan? 7 Punkte. Ich würde auf alle Fälle sagen, wir waren im oberen Bereich. Ob es dann reicht, weiß ich nicht. Aber schlecht waren wir mit Sicherheit nicht. 31 Punkte für Helmut und sein Gasthaus zur Knödelwerferin. Morgen ist Stefan dran, im wahrsten Sinne. Ja, beim Stefan, der war sehr kritisch. Da werden wir uns morgen den Laden genauer anschauen. Austeilen kann Stefan und einstecken. Gratulation, es schmeckt beschissen. Irgendwas ist da drin, das geht gar nicht.